Servus Leute, willkommen zurück bei Pokémon Purpur. Mein Husten ist schon besser geworden, das heißt, so oft werde ich wohl nicht mehr husten. Und wir spielen nach der Version 1.10 und wie ihr jetzt schon sehen könnt, ja, Performanceverbesserung, merklich verbessert, wie manche sagen. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Und wir wollen heute machen. Das hier wollen wir machen, genau. Markier das mal. Nicht Infos, markier das mal. Wir wollen heute ein paar Team Star Leutchens platt machen. Und unser Team ist ein bisschen gelevelt worden. Ich hatte die meisten noch 50 gebracht, außer Ampharos, der ist noch nicht auf Level 50. Wo kam das denn jetzt her? Und Gardevoir, weil ich mit Gardevoir als erste Probe trainiert habe, ist schon Level 59 jetzt. Ja, war nicht so geplant. Aber ich habe die Level 50 Pokémon trainiert, ganz in der Nähe von der Arena, wo wir waren. Barrikade, ja, wir müssen hier rein. Wollen heute wirklich was erreichen. Mindestens zwei Team Star-Leute und einen Orden. Mal sehen. Yo, Schraubsel, was geht denn all das aus? Leval? Volltreffer, ich bin's, der einzig wahre Level, oder Leval, wie auch immer du mich nennen willst. Gut aufgepasst. Jetzt muss ich aber erstmal bei dir bedanken, Schraubsel. Und ich hätte sicher nicht Teil von Operation Stardust sein können. Warum war das so wichtig? Ich möchte der Sache mit Team Star und den Rätseln dieser Umgebung auf den Grund gehen. Was für Rätsel? Sie sollen viele Schüler durch ständiges Mobbing zugebracht werden, die Akademie zu verlassen. Zudem, das ist jeder ganz normal, oder? Zudem hacken sie in ihrem Verstecken angeblich einen Plan aus, die Akademie anzugreifen. Aber für diese üblen Gerüchte, die über sie im Umlauf sind, gibt es keine Beweise. So wie ich das sehe, ist das größte Problem eher ein anderes. Die Mitglieder von Team Star fehlen schon seit langer Zeit unentschuldigt im Unterricht. Sie lassen sich überhaupt nicht mehr in der Akademie blicken. Fünf von ihnen, die sogenannten Bosse von Team Star, fehlen schon seit über einem Jahr. Dazu kommt, dass ihre Handlanger in letzter Zeit angefangen haben, für Unruhe zu sorgen. Deshalb habe ich Team Star darum gebeten, sich aufzulösen. Sollten sie sich dem widersetzen, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Akademie zu verweisen. Nicht gut. Bisher habe ich noch nichts von ihnen gehört und der Zeitpunkt, bis zu dem sie eine Entscheidung treffen sollen, rückt immer näher. Und dann habe ich gehört, wie du mit Cassiopeia telefoniert hast. Bring, ring! Cassiopeia hier, kannst du mich hören, Schraubse? Nochmal weiterreden, okay? Pass gut auf dich auf. Du bist wieder näher von einem Versteck, aber war da gerade jemand bei dir? Ich bin alleine. Okay, jedenfalls wird Team Star jetzt sicher wachsamer sein, wo du einen Boss besiegt hast. Die Einnahme der restlichen Verstecke wird daher höchstwahrscheinlich schwieriger werden. Bleib weiterhin wachsam, melde mich später wieder. Ja, das machen wir schon. Bab. Evasion, Bab. Und als drittes. Das ist Unlicht, der Typ, ne? Ja, kann Velsa ruhig machen, kann jeder machen eigentlich. Eisenrad gehorcht uns, glaube ich, deswegen würde ich ihn nicht so gerne mitnehmen. Wiederum, why not, ne? Gute Eisenrad soll auch mal zeigen, was er drauf hat. Und er gehorcht er uns trotzdem, weil er von uns gefangen wurde. Betrifft das nur Tausch-Pokémon, die anderen nicht gehorchen. Ich glaube, das betrifft auch die eigenen Pokémon, die man fängt. Hey du da, stehen geblieben! Hinter uns findet sich Versteck von Team Stars Unlichtmitgliedern. Wir sind auch bekannt als die Seguin-Bande. Genau! Und wir lassen mit Sicherheit keine dahergelaufene Pappnase wie dich einfach so reinspazieren. Es tut mir ja furchtbar leid, aber wenn du nicht umkehrst, könnte es ungemütlich für dich werden. Ey, Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schraubsel, oder? Diese Knalltüte, die sich mit Team Star angelegt hat. Und auf die wir es jetzt abgesehen haben. Doch, kann sein. Ey, du gibst es also zu. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Das ist mir Schnuppe, wer du bist. Hier kommst du nicht nein. Hau ab oder verlier gehe ich mich. Ich werde gewinnen. Ach, sowas von respektlos. Komm her, dafür gibt's eine Lektion von mir. Ich sag ja, ein bisschen Husten ist noch da. Aber jetzt ist es besser geworden.
Rübel von Team Star fordert dich heraus. Im Kramurks. Ja, kein Problem. Gardevoir macht das. Level 19. Oh Gott. Ist das hier das erste Team Star, das man eigentlich machen soll? Oh, das ist ja voll übertrieben, wenn ich mit Gardevoir hier reinrenne. Hätte ich ja doch das Osterei nach vorne stellen können. Ja, egal. Jetzt war das alles und dafür komme ich aus dem Pokéball? Ach Gottchen. Dass du so stark bist, macht dich noch respektloser. Hümpf. Ja, sorry, ich mache euch halt erst sehr spät. Wie konnte ich das versemmeln? Ab hier übernimmst dann wohl du, Kumpel. Hasta la vista. Das heißt hasta la vista. Blöd bist du auch noch. Eieieiei. Ich sehe das köstlich zum Team stoße. Muss noch etwas an ihrer Einstellung arbeiten. Ach. Na dann. Ich gehe jetzt besser ins Versteck zurück und warne die anderen. Sie werde mit voller Kraft auf dich losgehen, wenn du deinen Angriff wirklich durchziehst. Viel Glück, egal was du letztlich machst. Hasta la vista. So. Tschüss. Kein Problem, ich mach mal Blatt. Ring, ring! Du bist die Wache also losgeworden, gut gemacht. Ja, aber kein Problem. Hier hält sich die Segin-Bande versteckt, die aus den Unlichtmitgliedern von Team Star besteht. Ihr Boss Pinyo ist quasi der Manager von ganz Team Star und zudem als DJ für die musikalische Untermalung des Teams zuständig. Einen so cleveren Kerl wie ihn wird unsere Kampfansage sicher nicht im geringsten eingeschüchtert haben. Sein Plan ist dann, dass du dich im Kampf gegen einen Haufen Rüpel verausgabst, bevor er selbst dann gegen dich antritt. Bei so einem berechnenden Typen solltest du mit einem Frontalangriff die besten Chancen haben. Besiege einfach so lange Pokémon der Rüpel, bis Pinyo auftaucht. Es ist Zeit, der Segin-Bande ein Ende zu setzen. Leute, die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Ei, sicherlich. Das wird gemacht. Bimmel, Rabimmel, ja, möchte ich. Oh, wir haben jetzt 10 Minuten, um wieder mal 30 Pokémon zu besiegen. Sweep! Wir haben einen Eindringling, der durch pures Glück diese eine von uns gewonnen hat. Und jetzt will er es mit uns aufnehmen. Zeigen wir ihm, was Team Star wirklich drauf hat. Machen wir ihn fertig. Er gehört, Eindringling. Musst du schaffen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen. Sonst glückt der Boss nicht mal einen kleinen Finger. Ja gut, wenn du das sagst. Machen wir es halt, ne? Los geht die Schose. Let's go! Macht sie platt! Zack, bumm! Zack, bumm! Jawollo! Machen wir noch Pokémon! Da haben wir Pokémon. Let's go, macht's platt. Dass das R-Drücken manchmal nicht so funktioniert, kotzt mich auch ein bisschen an. Azumarill, wo rennst denn du hin? Da haben wir noch welche. Und Eisenrad macht seine Sache gut. Er hat Spaß am Kämpfen auf jeden Fall. Gardevoir, los! Vernichte, töte, zerfetze! Los, Eisenrad! Roll sie alle platt! Mach sie fertig! Gardevoir, los! Ah, hier. Wo rennst du denn hin dazu, Meryl? Ei, Osterei, das ist aber nicht gut, was du da machst, ne? Ihr seid so weit auseinander, das gefällt mir nicht. Jetzt rollt das Eisenrad irgendwo hin, wo er denn hin soll. Ei, ich werd bekloppt, ich werd noch Nachricht, die machen alle, was sie wollen. Oh, los hier. Bams. Ja, Bams. So, eins fehlt noch dahinne. Eisenrad, los geht's, mach's platt. Ja, 30. 10 Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht. Sehr gut. Wenn es bei den anderen genauso schnell geht, haben wir 20 Minuten 2.
Wir sind ihm einfach nicht gewachsen. Schnell, ruf den Boss. Starmobil für Unlicht. Sieht schon heiß aus, die Karre, ne? Würde aber in Deutschland keine Straßenzulassung bekommen. Pino, Boss von Team Stars Unlichtmitgliedern. Na, du Lappen? Kannst du mehr als deine Wache? Bist du höher gelevelt oder bist du genauso schwach? Dann wärst du der schwächste Team Star-Mitglied. Wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht, wie stark der Gift-Typ ist, aber wenn er nach der Feuertante kommt, glaube ich, ist er stärker. Also, du hast hier eine ganz schöne Nummer abgezogen, Schraubsel. Nein, muss ich nicht machen. Ich verstehe ihn auch so ganz gut. Die spinnende Pino, auch bekannt als DJ Evil. Nenn mich, wie du willst, solange der Vibe stimmt. Wie wär's, wenn wir direkt zu deinem Outro übergehen? Weil ich so nett bin, lege ich zu deinem Abgang auch noch ein fettes Requiem auf. Dann heißt es jetzt Party! Wir lassen uns krachen, dass die Fetzen fliegen. Ja, mach halt. Ob es ein Angeber-Laptop, ey. Was ist denn das? MacBook Pro oder was? Los, God of War, vernichte! Wenn es denn sein muss. Alter, du willst dich echt mit Team Star anlegen, was? Bist du lebensmüde oder wie? Alter, du bist Level 21, Level 59. Was willst du eigentlich für mich, du Lappen? So, leider, Yantri ist schon mal kaputt. Und schon kommt dein Knattertox, oder was? Er ist wirklich der erste von Team Star, der machen soll. Aber jetzt lass ich meine Beats mal richtig fetzen, dann wird es schon hier, ne? Pass mal auf. Oh, Bedroher, wie süß. Ich vernichte dich. Du bist ja schneller als Carnivore, was Witz. Hier, Genki-Dama. Boom. Tja, und Gardevoir darf dann gegen den Gift-Typi gleich nochmal ran. Ey, das wär's dann wohl gewesen, was? Ein Jahr und einige Monate zuvor. Das wär's dann wohl. Was ist los, Pino? Ach, Big Boss hatte ein paar Dinge mit mir zu besprechen. Das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was für Dinge? Es ging vor allem Operation Star und um einen Kodex fürs Team. Letzte Zeit sind viele neue Mitglieder dazugekommen. Brauchen wir so langsam ein paar Verhaltensregeln. Ein Kodex eben. Ja, okay. Da wirst du dir bestimmt einen tollen Kodex für uns ausdenken, lieber Pino. Ah, na, danke. Das ist mir zu viel Druck. Ich erinnere mich noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten, nachdem ich Schulsprecher geworden war. Klar, du hast ja auch einen Haufen nerviger Regeln aufgestellt, die so Schüler zum Feind gemacht. Du wurdest sofort durch jemand anderen ersetzt. Dem kann ich nur beipflichten. Per Exemplum. Was für ein Ding. Frisur und eine Haarlänge von mehr als 3 cm im Nacken sind verboten. Eure Regeln waren ein pures Ärgernis, werter Pino. Eben, deshalb sage ich ja, dass ich nicht für die Erstellung von so einem Kodex geeignet bin. Aber du kümmerst dich auch sonst immer um die Teammitglieder, Pino, du kennst uns so gut. Ja, wir haben vollstes Vertrauen in dich, ohne dich wären wir aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals, wenn du jetzt den Kodex schreibst, würde ich ihn befolgen. Meine Wenigkeit würde ebenfalls einwilligen. Okay, okay, Leute, ich hab's kapiert, ich werde den Kodex zusammenstellen. Ich hab getan, was ich konnte. Ja, das war's. Ich muss dem Kodex folgen. Hab ihn ja schließlich selbst verfasst. Dann sind meine Tage als Boss wohl gezählt. Hier, das ist mein Teamorte. Das Zeichen meines Boss-Status. Bin schon. Bam, 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 bum. Sehr schön. Und wo wir schon mal dabei sind. Diese TM hast du dir auch verdient. Schmarotzer.
Anwender macht sich die Kraft des Zieles zunutze, je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet. Toll. Ach, so endet unsere Party, was? Meine Pokémon sind übrigens knallhart. Respekt. Sowas lernt ihr also an der Akademie? Welche Attacken wann am meisten reinhauen? Die man seine Pokémon am besten trainiert und so? Genau. Okay, gehst du denn gern zur Akademie? Macht's dir Spaß? Ja. Wirklich? Hey, bist du ein Pinion? Boah, noch ein ungebetener Gast. Was soll die Schmalzlocke? Hat die Influente gestylt? Ich wollte dich nur kurz was fragen. Wäre das okay? Das wird garantiert nervig, aber okay. Hab jetzt eh nichts Besseres mehr zu tun. Danke, yo. Voll ass weg von dir. Na, dann komm ich gleich mal zur Sache. Wenn ihr von Team Star so weitermacht, werdet ihr irgendwann alle in der Akademie verwiesen. Also warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück in die Akademie? Das wolltest du mich fragen? Okay. Weißt du, man warte auf das Comeback von einer wichtigen Person. Ob diese Person zurückkommen wird, das steht in die Sterne. Eine wichtige Person, ein guter Freund von... Ich verschluck manchmal Buchstaben übrigens. Guter Freund von euch, also, ja. Ich rede vom allerstärksten von Team Star. Vom stärksten Boss. Der Boss-Boss sozusagen, der Oberboss. Somit der Top-Champ, der stärkste von allen Trainer ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Tja, wenn ich das wüsste, seit etwa anderthalb Jahren herrscht Funkstille. Man dachte, dass der Big Boss sich früher später melden würde, solange wir nur Team Star aufrechterhalten würde. Aber der Lehrer nervt uns ständig damit, dass er das Team auflösen solle, bla bla bla. Dann dauert auch noch so Partymuffel wie ihr hier auf. Ach, wer weiß, vielleicht wurde mir wirklich im Stich gelassen. Big Boss hatte schließlich sogar selbst mal davon gefaselt, das Team auflösen zu wollen. Das klingt, als wäre ein Team Star, dieser Big Boss, sehr, sehr wichtig, ja? Ist das nicht offensichtlich? Wie ihr in der Akademie sagen würdet, sie sind wie ein Schatz für mich. Ich sag ja, die wurden einfach nur gemobbt. Wir haben dann aus Rache Team Star gegründet, haben dann ihre Mobber platt gemacht und jetzt sind selber die Bösen. So, nächstes Ziel, Gift-Typi. Wir wissen noch, wo der war. Ach, das ist einfach nur Blabla, stimmt, ja. Der Versorgungstrupp und so. Bring, bring. Schraubsel, Pinio hat dir sein Teamboard gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Ja. Verstehe. Ohne Boss steht die Segin-Bande vor dem Aus. Pinio. Tut mir leid, ich habe mir den Gedanken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Und so wären es noch 20 Minuten. Und neue TMs. Vielleicht nur Schrott dabei. Nutze diese neuen TMs, um deine Pokémon noch stärker zu machen. Es ist kein Schrott, by the way. Das sagst du. Ja, außerdem wird dir jemand vom Versorgungsclub noch einige Materialien vorbeibringen, du undankbares Stück. Entschuldigung. Ich brauche geile Attacken. Hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Ja! Was soll das? Schnüffel, Schnüffel. Schleck, Schleck. Hey, lass das! Hilf mir! Wie süß. Also Scham haben die Spiele schon an gewissen Stellen. Kann man nicht verleugnen. Oh, und da schläft er jetzt erstmal. Jetzt klebt überall Sabber an mir. Mann, im Ernst, was ist das für ein Pokémon? Ein ganz besonderes. Besonders merkwürdig, was? Verstehe ich schon. Oder ist es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber ja, bevor ich es doch noch vergesse, hier ist eine Belohnung. Du hast viele Punktmaterialien erhalten. Dein Name ist Schraubsel, oder? Sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation Stardust eigentlich von Team Star? Die sind nicht besonders stark. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen wurden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer, hab ich ja gesagt. Irgendwann haben sie dann zusammengetan und Team Star gegründet. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, doch gemeinsam wollten sie dagegen ankommen. Wow, bin ich gut. Das weiß ich aber nur, weil ich ihre Konten in den sozialen Netzwerken gehackt habe. Ja klar, du bist Big Boss, komm, wir wenigstens ehrlich, Cosima. Du bist Cassiopeia und du bist der Big Boss. Es gibt wohl auch einen geheimen Drahtzieher, der die fünf Bosse versammelt und mit ihnen das Team gegründet haben soll. Da hab ich ganz schön viel geredet. Meine Kehle ist schon ganz trocken.
Also, es sind noch ein paar Verstecke übrig. Viel Erfolg. 100 Pro ist Cosima, Cassiopeia und der Big Boss. Okay, dann, next target ist, kann ich euch einen Glurak-Raid irgendwo sehen? Nee, ne, weil ich Spiel nicht durch habe. Irgendwas war da ja. Muss das Spiel durch haben, wenn wir das machen. Wo bin ich hier überhaupt, verdammte Axt? Da ist Garafosa City, da ist Mesclara, Hilfe. Wo ist denn der Schlund? Da ist Moldrit, okay, das ist gut. Ich such grad, da, okay, ich bin in die richtige Richtung unterwegs. Wir wollten, da ist die Stadt, wo ist der Gift-Tiny? Da. Das ist Kampf-Tiny, hä? Der Pokémon-Auflauf? Okay, da waren wir überall schon. Wo ist denn? Da ist die Gift-Tiny, da müssen wir hier hin. Alles klar. Gott! Ach ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee, dass ich straight durchgehe und die Open World nicht endlos erkunde, weil sonst wäre mir nie zu irgendwas gekommen. Was haben wir denn für neue TMs? Das ist aber wichtig, komm. Ja, ich will mal kurz gucken, was es so gibt. Normal. Grimasse. Was ist denn hier überhaupt neu? Sieht man das irgendwo? Metronom, Sternschauer, Ausdauer, rechte Hand, Staffette. Terra-Ausbruch können wir jetzt selber herstellen, wissen aber noch nicht wie, okay. Feuerzahn brauchst du nicht wirklich. Feuerwirbel auch nicht. Nitroladung auch nicht. Irrlicht könnte gerade wohl lernen. Ich weiß nicht warum. Aquavelle. Kalte Dusche ist speziell und ist schwach. Donnerzahn. Ich habe überlegt, ob ich Donnerzahn tatsächlich Dings beibringen soll. Eisenrad. Aber der könnte auch Elektroball lernen. Und das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man höhere Init hat. Obwohl er auch einen hohen physischen Angriff hat, aber ich glaube, die Attacke wird dadurch stärker. Ladestrahl könnte Gardevoir lernen. Aber macht das Sinn? Coverage vielleicht? Donnerwelle? Mystowellen? Kann man im Auge behalten, weil 50 Stärke ist nicht so viel, ne? Warum kannst du Wegbereiter lernen, Azumarill? Ich kapiere es nicht ganz. Du kannst Zauberblatt lernen. Magischer Angriff, den nicht aus. Du kannst Zauberblatt lernen? Das ist ja fast schon eine Überlegung wert als Option. Bei einem Special Attacker. Hügelsaat, Grasfeld. Und Strauchler auch. Bringt aber nur Sinn, dass Gegner der gegnerische. Wenn der dritte Pokémon schwer ist. Kann Azumarill auch lernen. Ja, was? Eis. Hilfe. Eiszahn, Eissturm haben wir einmal. Eiszahn haben wir auch. Lawine. Ich könnte Eisrad auch Eiszahn beibringen, als Option gegen Drachen. Aber da haben wir zwei Feenpunkte, da brauchen wir eigentlich auch kein Eis mehr, ne? Ja, das hat nichts Neues. Gift, Säurespeier. Dessen Bleibeteiligung sinkt, kann keiner von uns lernen. Gut. Lehmschelle. Dampfwalze. Dampfwalze ist eine gute Attacke. Lehmschuss ist gut. Schaufler ist gut. Doch, aber eigentlich keiner von uns, ne? Nee. Flug! Windschnitt kann keiner lernen. Es kann keiner irgendwas Flugiges lernen. Ne? Psycho, wenn man da eine ist. Agilität, Psystrahl, Kraftvorrat, Lichtschild, Reflektor, Psychoschock, Erholung, Amnesie, Psychofeld. Ja, jetzt willst du mich wieder ärgern. Den ganzen Tag nicht weißt du und jetzt willst du mich wieder ärgern beim Aufnehmen. Natürlich, es muss so sein. Vielen Dank auch. Felsgrab, Sandsturm, Felswurf, Fußstrahl, Blöde, Drachenrute. Ja, okay. Käse. Okay. Wir wollten auch da hoch, aber da kommen wir immer noch nicht hoch. Selbst mit unserem kleinen Trick nicht, weil das eine gerade Wand ist. Oh, wow. Pyroleo, hi. Es ist eine gerade Wand. Wir kommen da nicht hoch. Das ist ein bisschen scheiße nervig. Aber egal. Oh, das ist ein Item. Oh, ein Pampros. Ein wildes. Cool. Ich bin jetzt hier richtig, ne? Ich komme von hier aus zum Gift-Typi. Nee, komm ich nicht. Komm ich nicht. Ich muss hier durch von dem Pokémon Center aus. Hier geht's nur weiter dann Richtung Berge. Wo wir auch noch lang müssen. Wir wollen erstmal Richtung Süden, um die Südhälfte von Paldea zu beenden. Da. Da ist der Eingang in den Wald. Da wollen wir hin. Hallo, Kupfanti. Hallo, komisches rollendes, totes Gras.
Hallo, Leval. Schraubs, da bist du ja schon wieder. Genau, dein mentales Anpassungsvermögen ist wirklich allererste Sahne. Lass uns die Gelegenheit nutzen, um unser Gespräch von neulich fortzusetzen. Wie erwähnt, habe ich mich Operation Stardust angeschlossen, um der Sache mit Team Star und den Rätseln, die es umgeben, nachzugehen. Vor allem sorgt es mich, dass die Mitglieder von Team Star nicht mehr in die Akademie kommen. Der Folge dasselbe ist die Cassiopeia, die Auflösung des Teams. Seit ich Teil der Operation Stardust wurde, bin ich Team Star schon näher gekommen. Mir ist auch einiges klar geworden, nachdem ich mich mit einigen Mitgliedern unterhalten habe. Aber ich brauche noch mehr Informationen. Dafür möchte ich auch mit Mitgliedern der übrigen Banden sprechen. Wenn du dich ins nächste Versteck stürzt, kannst du also voll auf mich zählen. Bis dann. Gut. Und das nächste Versteck ist da vorne. Da wollen wir hin. Wie war alle Affiti-Zeug hier? Nee. Vergiss es einfach und geh nach Hause, okay, du Scheißblach. Nee, ich will Meister Shugi treffen, den Boss der Giftmitglieder. Aber genau der hat gesagt, dass ich nur Mitglieder von Team Star durchlasse und du bist kein oder verpiss dich. Und ich sage dir, dass ich zu ihm gehen werde. Ich muss unbedingt mit Meister Shugi sprechen. Boah, jetzt lass mich nicht in Ruhe, du nervst echt übel, du Kackbratze. War auch sehr nett. Das sieht doch eine Auseinandersetzung aus, was nichts zu tun. Mir etwas sagen. Rude? Hä? Man nennt ihn noch so einen Clown. Ein neues Mitglied bei Team Star bekommt man echt nur die Drecksarbeit ab. Moment mal, ist das nicht dieser Schraubsel? Schraubsel? Ja, der Typ, der sich uns angelegt hat. Yep, der bin ich. Das ist ein Überfall. Yep, der bin ich. Hi. Ich wusste es. Ernsthaft jetzt? Oh, Bucket, das ist gar nicht gut. Wir können doch nichts. Wir haben jetzt nach Videospiele gezockt. Die anderen schlafen alle noch. Keine Sorge, ich werde mich um den Störenfried hier kümmern. Geh du die anderen aufwecken. Hä? Und warum willst du das tun? Wenn das Versteck ohne Verteidigung dasteht, steckt schließlich auch Meister Shugi in Schwierigkeiten. Ich schulde Meister Shugi mein Leben. Und so wird das Band der Kameradschaft. In Krisenzeiten müssen wir alle Widrigkeiten trotzen, um einander in die Arme zu greifen. Ich hab keinen Schimmer, wovon du da eigentlich laberst, Kleiner. Aber okay, danke für deine Hilfe. Weißt du, erst durchbleibig, jetzt danke für die Hilfe. Du bist ein gemeiner Schurke, der ist auf meinen Kameraden abgesehen. Ich werde mich dir mit aller meiner Kraft entgegenstellen. mit all meiner Kraft entgegenstellen. Kann doch nicht vorlesen. Kämpfe mir! Ja! Kleiner, das war ein Fehler. Und zwar ein grober Fehler. Pokémon-Trainer Laszlo. Ach Gottchen, ernsthaft? Das ist dein Gift-Pokémon? Ein Level hast du, Level 30. Oh, du bist aber stark. Psychokinese. Psychochinese. Ich weiß, es ist gefährlich, mit Gardevoir anzugehen, weil sie ja zum Teil Fee ist, aber das packt sie schon. Weiter kämpfen. Als ob mich das jetzt interessiert, dass du einen Sproxy in den Kampf schickst. Das ist noch nicht weiterentwickelt? Das ist peinlich. Weißt du das eigentlich, Kollege? Batz! Warst du es jetzt? Bist du jetzt fertig? Als Verlierer werde ich mich nur in Stillschweigen hüllen. Level 30 war nicht schlecht, aber deine Pokémon unterentwickelt. Was war denn das für ein Käse? Sag mal, du komisches, blödes Gierspenst, du nervst. Oh, die Schatten, seht ihr das? Ja, Performance merklich verbessert, ne? Schon klar. Meister Shugi, verzeiht mir, ich bin ein Versager. Schraubsel, alles in Ordnung? Ich hab schmierig gestanden, als plötzlich dieser Lärm hier losging. Ich wollte schauen, was vor sich geht, also bin ich hierher gekommen. Oh je, da kommt noch Verstärkung. Das ist ein Schüler von der Akademie. Das sieht mir nicht wie Mitglied von Team Star aus. Wohl wahr, Team Star höre ich nicht an, aber Meister Shugi bin ich zutiefst verbunden. Ich muss ihn treffen, koste es, was es wolle. Er scheint seine Gründe zu haben. Ich werde mich kurz mit ihm unterhalten. Also, kümmere du dich bitte in der Zwischenzeit um das Versteck, Schraubsel. Ey, Broody, lass uns doch mal kurz woanders plaudern, hä? Digga. Keine Sorge, nichts Schlimmes, versprochen. Hey, Broody, Alter, oh Gott.
Ei, du hast die Wache also besiegt. Kompliment. Hier lauert die Ziehbande. Dabei handelt es sich um die Giftmitglieder von Team Star. Ihr Boss Shugi verfügt über eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit und kreiert die Team-Outfits. Er ist ein bisschen exzentrisch. Sein unberechenbares Verhalten macht es nahezu unmöglich, seine Handlung vorherzusagen. Daher kann ich leider nicht abschätzen, wie er auf unsere Kampfansage reagieren wird. Besiege einfach so viele Pokémon des Teams, die du kannst, bis Shugi selbst auftaucht. Es ist Zeit, der Ziehbande ein Ende zu setzen. Leute, die klingeln, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Wird gemacht, Boss. Der grüne Ranger enttäuscht dich. Du hättest jetzt die Klappe, Gierspenst, du nervst. Boah, ey. Lass mal kurz gucken. Wen nehme ich nach vorne? Passen die drei? Du vielleicht nicht unbedingt. Nein, du vielleicht nicht unbedingt. Weil du bist zwar Wasser und Fee, aber deshalb bist du anfällig gegen Gift. Hol mal den Elsa nach vorne. Die drei machen das schon. Bimmel, Rabimmel, hallo. Jawohl. Mein Level 30, das wird unser Osterei auch noch schaffen, aber trotzdem. Diese komischen Pfeifen Operation Stardust sind über bei uns aufgekreuzt. Das ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam werden wir Hölle strahlen. Hör gehört, Eindringling. Sei es dir gelingen, innerhalb von 10 Minuten 30 nach Pokémon zu besiegen, kümmert sich der Boss vielleicht höchstpersönlich um dich. Ja, das wird eh nicht passieren, ich mache dir keine Hoffnung. Besiege 30 Pokémon in der Rüpel von Team Star. Ja, aber sowas von. Let's go! Gardevoir, go! Eisenrad, go! Ja. Bams! So, hier. Hör mit dir, Weser, los! Vernichtet, tötet, zerfetzt! Oh wow, ein Alpollo, cool! Weser, willst du nicht auch mal? Oh Gott, okay. Los, Weser! Gardevoir! Und Eisenrad! Eisenrad, go! Schick dir Welser zu Hilfe! Gardevoir! Das schaffst du, oder? So, wo haben wir noch Pokémon da? Gewonnen! 31 besiegt! 32 besiegt! Wir sind ihm einfach nicht gewachsen! Was ist das für ein Monster? Schnell, ruf den Boss! Shugi, Boss von Team Stars Giftmitgliedern. Sieht aus wie eine Frau. Soll ein Typ sein? It's a trap. Ich meine, jeden wie er mag, ne? Aber der sieht halt aus wie eine Frau. Auch von den Augen her. Sind es weibliche Augen, keine männlichen Augen, wenn er mich fragt. Da gibt's schon einen Unterschied. Aber vielleicht steht auch einfach drauf, weiblich und feminin auszusehen. Das gibt's ja auch, ne? Verzeiht dir mein unangenehmes Eintreffen, doch nun ist es Zeit für mich, Shugi, ins Rampenlicht zu treten. Ihr müsst der berüchtigte Schraubsel sein. Ihr habt Team Star Leid angetan, unverschämter Schurke. Mein Gift soll euer Niedergang sein. Ich, Shugi, schreite zur Tat. Oh, etwas Thumbnail hier. Seht ihr die Augen? Wenn ihr mich fragt, auch von der körperlichen Statur her, ist es eher eine Frau als ein Typ. Aber gut. Wer weiß. Es wäre ungewöhnlich, wenn man in der Übersetzung aus einem Mann eine Frau macht.
Umgekehrt passiert das häufiger. Okay, das sah jetzt ein bisschen nach Mann aus, gebe ich zu. Ich hab keine Angst vor dir. Komm schon, Unlicht. Ah nein! Der ist ja Unlicht, ich sag's auch noch, Idiot. Ich sag's auch noch und greif trotzdem eine Psychoattacke an. Ich bin auch ein bisschen doof manchmal, ne? Au! Ist mein Gardevoir verletzt? Dafür mach ich dich platt, Dorsch! Vergesst immer, dass das Vieh Unlicht ist. Au! Scheiß Gift! Ich bräuchte eigentlich Psycho weiter, ich weiß. Ich brauche gerade mal eine Runde gaunern. Da ich nicht mehr vergiftet bin. Ich krieg Slimog in den Kampf. Oder vielleicht schafft das Osterei auch Slimog zu besiegen? Ich vertraue dir auf jeden Fall. Nassschweif. Osterei, hau zu! Bam! Jawoll. Beim Starmobil habe ich Angst, dass es Osterei nicht schafft. Aber da kann ich ja Terra kristallisieren. Ist Boden gegen Gift effektiv? Will ich Eisenrad mal testen. Hol mal Eisenrad rein, komm. Wir wissen, ob er uns gehorcht. No risk, no fun. Los, Eisenrad! Achso. Du bist doch aber Stahl. Du bist doch nicht mal irgendwas Besonderes. Du bist ein fucking Stahl-Pokémon, Erdbeben. Ey, gehorcht uns! Eisenrad, du geiles Teil! Also geht es wirklich nur für getauschte Pokémon, dass die einem nicht gehorchen? Oder eher nicht gehorchen? So, ich werde wacker bis zum Ende standhalten. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja, du hast schon mein Gardevoir vergiftet, du Arsch. Ist ja trotzdem locker gewonnen, aber trotzdem. Weißt du was? Ich gönne dir Terra-Kristallisierung und Erdbeben. Zeig, was du kannst, Eisenrad. Guck mal, ich hab die Erdkugel auf dem Kopf. Also die Hälfte davon. Das sieht so dämlich aus, ne? Ich finde Terra-Kristallisierung an sich cool. Ich bin jetzt nur noch Typ Boden, nicht mehr Typ Stahl. Manche Leute vergiften schon bei der ganzen Berührung. Hütet euch vor ihnen. Also wie gesagt, ich finde Terra-Kristallisierung cool, aber ich finde diese Hüte dämlich. Bam! Kaputt! Wow, bringt dir sehr viel, wenn du kaputt bist und ich eh nicht wechsle. Da haben wir noch gut 20 Minuten für was anderes. Was machen wir dann noch? Letzten Herrscher? Nee. Nee, nehmen wir uns noch auf. Wir machen dann noch den nächsten Orden. Dann zeige ich euch gleich die berühmte Höhle mit Riffex und Dickdri. Weil da müssen wir ja durch. Und... ich wollte noch was anderes zeigen. Oder heben wir den Rückblick auf, genau. Meine Gefährten, vergebt mir. Gewonnen. Da sieht sie wieder aus wie eine Frau. Jetzt wäre im Ernst, es ist doch eine Frau, das ist doch kein Typ. Ist ja denn, es ist ein Typ, der extrem feminin aussieht und der sich gerne die Wimpern macht. Ich weiß, das gibt es, aber würde Pokémon das einbauen? Sind die so inklusiv? Ich tue mich da schwer mit. Vergebt mir die Verzögerung. Ich stieß auf nicht unbeträchtliche Hindernisse bei der Beschaffung der Stoffe. Abgefahren. Diese Stiefel sind sowas von abgefahren. Und überhaupt nicht viel zu groß, dass du lächerlich läufst. Inspiration für diese verliebte die Attacke Nitro-Ladung. Meine Uniform sieht einfach genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Tausend Dank. Es erfüllt mich mit Freude, dass mein Entwurf das Konzept Popstar der Unterwelt wie gewünscht widerspiegelt, werte Ryoba. Da werden alle Modifikationen in unseren Uniformen abgeschlossen. Danke, Shugi. Jetzt, wo ihr jetzt weise bedrohlich ausseht, würde uns so schnell sicher keiner mehr dumm anmachen.
Du hast echt ein Händchen für sowas. Unglaublich, diese Idioten damals mit dir rumgehackt haben, nur weil du nerdy bist. Der Weg des Nerds ist dornig und voller Widerstand. Sieht doch kein Nerd aus. Er entzieht dem Verständnis gewöhnlicher Menschen. Das stimmt allerdings. Schau an, Shugi, welch ein Temperament. Das Thema geht dir echt zu Herzen. Richtig so, Shugi. Lass dich nicht unterkriegen. Ich finde dich total cool. Okay, als nächstes steht Kampftraining auf dem Plan. Damit wir auch richtig schon auf Operation Star vorbereitet sind. Als Bosse können wir es uns nicht leisten, schwächer als andere Teammitglieder zu sein. So ist es. Ich werde nämlich fortan mit Leib und Seele der Schulung meiner Kampffertigkeiten. Naja, bei Pino hat das ja jetzt nicht so weit gereicht, ne? Auch wenn ich mich mit Leib und Seele dagegen auflehnen will, Gesetz ist Gesetz. Wir müssen unserem Kodex Folge leisten. So bleibt mir nichts anderes übrig, dies hier an euch abzutreten. Yeah! Wieder 2 Orden pro Folge. Des Weiteren solltet ihr dieses Gerät besitzen. Es enthält die Anweisungen für eine Attacke, mit der man seine Feinde mit Müll bedeckt. Okay. Anwender schießt mit Müll auf das Ziel. Okay. Das ist umwelttechnisch jetzt eher nicht so optimal. Euer Name ist Schraubse, nicht wahr? Ich habe eine klare Niederlage erlitten, bei der Groll und Bitterkeit Fehl am Platz wären. Meister Shugi! Achso, er war das. Mein Kamerad. Er bestand darauf, dich zu treffen, persönlich mit dir zu sprechen. Meister Shugi, bitte hört mir zu. Ich brauche nur einen Moment eurer kostbaren Zeit. Weshalb habt ihr mich aufgesucht? Ich wollte euch zu Hilfe eilen. Meister Shugi, wenn ihr weiter den Unterricht fernbleibt, werdet ihr der Akademie verwiesen, nicht wahr? Diejenigen von uns, die einst gemobbt wurden, können inzwischen wieder zur Akademie gehen. Das haben wir nur Team Star zu verdanken. Eure harte Arbeit jeder Operation hat das ermöglicht. Es wäre nicht fair, wenn genau die, denen wir so viel zu verdanken haben, der Akademie verwiesen würden. Vergebt mir. Hat euer Big Boss euch immer noch nicht kontaktiert? So ist es, seit jenem Tag. Ohne so einen hochgeachteten Big Boss gäbe es das Team nicht. Und ohne das Team wäre jener glückliche Alltag, der nun in der Akademie herrscht, undenkbar. Bis zur Rückkehr unseres noblen Bosses, Big Boss, bleibt uns keine andere Wahl, als all unsere Kräfte aufzubieten, um die Verstecke zu verteidigen. Wer ist denn dieser Big Boss, dem ihr so sehr vertraut? Um ehrlich zu sein, war es bisher niemandem von uns vergönnt, Big Boss persönlich zu treffen. Big Boss beschreibt selbst als Außenseiter, der selten einen Fuß vor die Tür setzt. Auslöser dafür sollen wie bei uns die Schikanen niederträchtiger Tyrannen gewesen sein. Das tut mir leid. Doch obgleich uns sein wahrer Name und sein wahres Antlitz unbekannt sind, ist Big Boss dennoch unser hochgeschätzter Kamerad. Uns fällt also nur das Warten auf seine hoffentlich baldige Rückkehr. Deshalb geht ja so nicht zur Akademie, Meister Shugi. Bitte vergesst nie, dass Sie auch außerhalb von Team Star auf einen Verbündeten zählen können. Und zwar auf mich, meinen Kamerad. Ich stehe in eurer Schuld. Mobbing, Unterrichtsverweigerung, wir sind der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Aber vor allem die Probleme, mit denen die Schüler zu kämpfen haben, die Gründe für ihr Handeln sowie ihre tiefen Freundschaften, die ihnen so wichtig sind. Ich schäme mich, dass ich von all dem nichts wusste. So lange hatte ich geglaubt, dass einzig allein Team Star mein wahrer Schatz sei. Da bin ich wohl in einem Irrtum erliegen. Es ist halt einfach die Story von Gemobbten, die dann die Mobber mobben und dadurch zu Bösewichten wurden. In der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, sonderlich kreativ ist es nicht. Und interessant, ehrlich gesagt, auch nicht. Ist die schwächste Story bislang. Mal sehen, vielleicht ist ja der große Twist am Ende noch mega geil. Aber bislang muss ich sagen, ja, nun. Shit happens, ne? Mobbing ist scheiße, aber dann zurück zu mobben ist gut für die, die auch gemobbt werden. Aber ihr seht ja, was es euch gebracht hat. Ihr seid jetzt die Bösen. Ob es das wert war am Ende, muss ich doch nicht selbst wissen. Schraubse, Shugi hat dir seinen Teamorden gegeben und damit seinen Bossschatz ab. Damit will ich nicht sagen, dass man dich gegen Mobbing wehren sollte, das schon. Aber vielleicht nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie Team Star das gemacht hat. Und damit seinen Bossschatz, oder? Ja, da. Ich verstehe. Der Verlust ihres Boss bedeutet für die Ziehbande den Untergang.
Shugi. Ach, entschuldige, mir schüttet gerade durch den Kopf. Damit bleiben noch zwei Verstecke. Operation Stardust geht gut voran. Dann möchte ich dir mal das eigentliche Ziel dieser Operation verraten. Letztlich sollst du den Big Boss besiegen. Was? Den Drahtzieher, also zusammen mit den fünf Bossen Team Star gegründet hat. Was der Mensch ist der Big Boss? Big Boss steht noch über den fünf Bossen der Banden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wenn wir diese Person besiegen und dazu bringen, die Auflösung von Team Star zu verkünden, ist das Team erledigt. Aber Big Boss scheint nicht gerne im Rampenlicht zu stehen, hat deshalb auch kein eigenes Versteck und hält seine Identität geheim. Doch wenn alle anderen Bosse zurückgetreten sind, wird sich Big Boss sicher zu erkennen geben. Ich würde noch eine Belohnung. Lass mich schon einige LP auf dein Handy übertragen. Sind es 8000 diesmal? 7000, okay. Dafür hast du 7000 LP. Und noch mehr TMs. Bring deinen Pokémon mächtige Attacken bei, damit sie uns weiterhin helfen können. Deine süßliche Belohnung bringt dir wie immer, ich kann das echt nicht vorlesen, tut mir leid, der Versorgungstrupp. Hi Schraubse, das klang gerade nach einem ziemlich ersten Telefongespräch. Ah ja, mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Oh, es mag dich einfach, Cosima, es mag dich. Ah! Von diesem Drazi hat mir Cassiopeia auch schon erzählt. Team Stars Gründer ist die Wurzel allen Übels. Wenn Big Boss nicht besiegt wird, werde ich meinen Schatz verlieren. Deinen Schatz? Nein, also die Belohnung hier, bevor ich es vergesse. Du hast viele Pokémon erhalten. Gut, also ich gehe dann mal wieder. Schraubsel, du darfst nicht verlieren. Was hat Team Star ihr angetan? Also jetzt bin ich nicht mehr sicher, dass sie wirklich der Boss ist von denen, der Big Boss. Die ersten Raids sind eh alle kacke, vor dem nächsten Orden lohnt sich das nicht. Okay, da wollte ich jetzt hin. Ich wollte noch einen Arena-Orden machen, aber die Zeit wird vielleicht doch ein bisschen zu knapp, dann mal doch den letzten Herrscher. Wenn ich da jetzt hinfinde, die Schnelle, das war hier irgendwo beim Wasser. Hier war das, glaube ich, in Inseln. Exakte Mord, dann machen wir das jetzt noch schnell. Haben wir hier irgendwo eine Stadt in der Nähe? Oder das Termchen, ne? Ja, da kommen wir noch nicht hin. Also schon, aber da wollen wir noch nicht hin. Hier habe ich trainiert übrigens. Aussichtsturm Nummer 1, Caldero. Seht ihr das auch mal? Das sind Level 50 Pokémon, da habe ich mit Gardevoir trainiert. Ich muss Gardevoir heilen, ne? Brauche ein Gegengift ganz dringend. Hier sind nämlich so komische neue Drachenviecher, die haben halt nicht überlebt. Ich hab's versucht, eins zu fangen, aber es ging nicht. Gischengift. Ja. So, Nigiragi heißen die Viecher. Hier aber gerade keins. Sichlor gibt's hier auch. Nee, ist ja gar kein Nigiragi. Ich habe ja auch einen Tropius gefangen, tatsächlich. Da hat jetzt sein Raids verschwunden, habe ich es richtig gesehen. Da ist ein Raid. So, wir müssen ins Wasser. So viel habe ich schon gesehen. Da ist ein Nigiragi. Das ist ein Nigiragi. Weißt du was, den nehme ich gerade mal mit. Wenn der gerade von meinem Gesicht auftaucht, ein Level hast du. Ey, du kannst hier überall trainieren, du musst nicht mehr wirklich hochgehen. Das ist cool. Zauberschein. Überlebst du das oder eher weniger? Okay, eher weniger. Er ist halt vom Typ Drache. Aber er gibt verdammt gut DP, 49 für Ampharos. Also hier kann man echt noch gut trainieren. Werde ich wohl auch machen zwischendurch. Ey, Hilfe, fliegt da rüber. Nein, ich will da hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Scheiße, wir stürzen. Das ist ein Dratini. Und so ein komischer neuer Fisch. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Ring, Ring! Ey, Schraubsel, der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir richtig furchterregend vor, aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Ja, wo hast du mich jetzt hingebracht? Wo bin ich denn hier?
Wow. Wo war ich vorher und wo bin ich jetzt? Und wie komme ich hier hin? Und wie komme ich hier wieder weg? Das ist ein anderer Drachenviech aus der achten Generation, Entschuldigung. Wo zum Fick bin ich gerade? Bin völlig verwirrt. Wo hast du mich hingeschickt? Das ist der neue Fisch. Ich will erst mal wissen, wo ich bin. Wo bin ich denn überhaupt? Hilfe. Oh Gott. Den hab ich vertauscht bekommen. Hier gibt's dich also. Heras. Hi. Ja, tschüss. Hab jetzt kein Dings vorne, weil ich gegen Drachen kämpfen wollte. Der heißt ja Drachen. Oh, der heißt Drachentäuschung. Ist der überhaupt ein Drache dann? Digi-Fagi. Oh, ich will über diesen riesen Welsen hier sind. Hallo, Garados. Eine Terra-Kristallisierung auf was? Dragon! Ich erinnere mich daran, dass der Glurak-Raid ja gerade läuft. Wir können ja, haben wir ja schon festgestellt, nicht rein. Wir würden es eh nicht schaffen. Wenn wir unser Oster-Item runterbringen würden, dann vielleicht. Hab schon von Leuten gehört, die das dann alleine gemacht haben. Gardevoir Zauberschein. Wow, die FPS-Zahl war gerade nicht sehr hoch. So, Garados ist besiegt. Noch nicht ganz. Ich hätte doch irgendwo so ein Tauchball-Dingens, ne? Hier, Tauchball. Ja, warum Flottball? Scheiße. Tauchball! Was ist mit der Framerate los? Seht ihr das? Ich bin dann mal langsam. Performance wurde merklich verbessert. Ja, klar. Wir sehen's. Garados. Das grausame Pokémon, es taucht aus dem Nichts auf, wenn die Welt sich im Konflikt befindet und brennt jeden Ort nieder, den es passiert. Ich mein, Typ Drache, Terra, ist natürlich schon geil. Was hat der eigentlich für ein Wesen? Boah, der hat ein richtig geiles Wesen. Der hat ein richtig geiles Wesen für ein Garador, ne? Garador. Garados, Garador, Resident Evil 4. Der Typ mit den Krallen. Der Wolverine-Verschnitt. Ja, ist nicht schlecht, Garados. Du kommst in eine Box. Aber warum? Was ist mit der Framerate gerade los? Wow. Hey, Dratini. Ja, Leute, ich werde, glaube ich, mal ganz kurz das Spiel neu starten und wir werden dann in der nächsten Folge weitermachen. Ich fahre mal kurz an Land. Weiß sowieso nicht wirklich. Oh, Aquana, cool. Wo ich gerade bin. Ja. Okay, Leute, wir sind an der Stelle wieder und ich starte das Spiel mal ganz kurz neu. Irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Träumchen. Dann geht's gestern weiter mit dem Herrscher von hier. Und Minimum 2 Arena-Orden. Also unter 3 Orden gehe ich nächste Folge nicht hier raus. Sag ich euch gleich. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, wäre super. Und ciao.